Hallo, in diesem Video geht es um die ordnungsgemäße Anlage des Streckschienensystems von Schnitzler. Insgesamt besteht das System aus drei Komponenten. Nutzen wir das Schienensystem für den Unterarm, so benötigen wir nur die Streckschiene. Diese besteht wie auch die Beinschiene aus PVC-Planstoff, welcher mit Schaumstoff gefüllt ist. Die notwendige Stabilität verleihen seitlich integrierte Kunststoffleisten. Zur individuellen Anpassung an den Patienten ist ein Klettsystem verbaut. Ein Reißverschluss an der Unterseite sorgt nach der Anlage für die notwendige Extension der Extremität. An der Unterseite befindet sich zudem ein weiterer Klettstreifen mit passendem Gegenstück. Bei der Verwendung am Bein legen wir die Streckschiene am Unterschenkel an. Ergänzt wird sie durch die Oberschenkelschiene und die Verschlussschiene. Die Oberschenkelschiene besitzt jeweils seitlich einen Klettstreifen. Diese Klettstreifen sind das Gegenstück zu den beiden Klettstreifen an der Verschlussschiene. Jene besitzt zusätzlich noch vier Zuggurte mit Steckschnallen. Auch diese ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Anatomie des Patienten. Die Anlage der Beinschiene umfasst die Verwendung aller drei Schienenelemente. Zunächst ziehen wir sämtliche Klettstreifen von der Streckschiene und öffnen den Reißverschluss. Die Klett-zu-Klett-Verbindung der Schiene selber wird auch geöffnet. Zudem wird die Verschlussschiene bündig auf der inneren Seite unten an die schmalere Seite der Oberschenkelschiene geklettet. Dabei sind sämtliche Gurte vollständig zu öffnen und in Richtung Oberschenkelschiene auszurichten. Nun hält der erste Helfer das betroffene Bein auf Extension. Der zweite Helfer formt daraufhin die Streckschiene vorsichtig am Unterschenkel des Patienten an. Nun verschließt er die Klett-zu-Klett-Verbindung der Schiene an der Fußunterseite. Dabei muss das Bein dauerhaft auf Extension gehalten werden. Als nächstes legt er die Klettverschlüsse von oben nach unten, jeweils mit Zug von innen nach außen an. Der erste Klettverschluss auf Höhe des Schienbeinkopfes, der zweite mittig am Unterschenkel, der dritte auf Höhe des Sprunggelenks und der vierte am Mittelfuß. Am Mittelfuß sollte der Planstoff individuell an den Fuß angepasst werden. Nun widmen wir uns der Oberschenkelschiene. Der zweite Helfer platziert sie mit der schmaleren Seite in Richtung Knie. Die breite Seite sollte bei Möglichkeit bis in den Schritt reichen. Entscheidend ist allerdings, dass die Oberschenkelschiene die Streckschiene mindestens um 5 cm überlappt, um eine ganzheitliche Unterschenkelimmobilisation zu gewährleisten. Die verbliebenen beiden Klettkomponenten werden nun passgenau aufeinander gelegt. Nun ist der Oberschenkel vollständig umhüllt. Um die notwendige Festigkeit zu erreichen, verschließt man nun die Steckschnallen von oben nach unten unter leichtem Zug. Nun werden die Gurte erneut von oben nach unten unter Gegenzug festgezogen. Dabei sollte die Manipulation am Bein so gering wie möglich sein. Damit ist die Oberschenkelschiene vollständig angelegt und wir können zu guter Letzt noch vorsichtig den Reißverschluss der Streckschiene schließen. Dieser sorgt nun für eine dauerhafte Extension, wodurch der manuelle Zug durch den ersten Helfer aufgehoben werden kann.